Ich habe 2008 angefangen als Vertriebstechniker und bin dann aufgestiegen zum Produktmanager und auch noch in der Hydraulik und habe dann die Möglichkeit gekriegt, dieses neue Geschäftsfeld aufzubauen und bin jetzt mittlerweile Vertriebsgruppenleiter. Für mich war es super, ich habe bereits als Einstiegsjob den Job von einem Projektmanager gekriegt im technischen Bereich. Und für mich ist jetzt einmal der erste Fokus, dass ich wirklich Erfahrungen sammle, weil das ist kein Job, den man einfach, wo man sagt, man fängt jetzt drinnen an und man macht das, sondern ich glaube, man muss sich da selbst ein bisschen weiterentwickeln. Wir haben jedes Jahr ein Mitarbeitergespräch mit dem Geschäftsbereichsleiter und ich finde das schon wichtig, weil da werden eben die Jahresziele für das nächste Jahr definiert und die Resultate vom Vorjahr besprechen wir durch. Ich habe persönlich von Anfang an von optimaler Kommunikation bis hin zu Verkaufsseminaren, Verkaufscolleges, eigentlich alles durchlaufen, was es an Schulungsmöglichkeiten gibt. Ich habe eine relativ kurze Einschulungsphase gehabt, weil ich schon vorher 4 Jahre im Innendienst gearbeitet habe mit dem Programm SAP. Und jetzt habe ich eben meine bestimmten Teilbereiche, für die ich verantwortlich bin. Ich glaube, dass Aufstiege auch in Führungspositionen da wird an der Weg nicht mit schweren Steinen versperrt zu solchen Möglichkeiten. Wenn man selbst seins dazu tut, sage ich mal, ist sicher alles möglich.